Wunderbar. Und dann würde ich sagen... Wollen wir einzeln oder gleichzeitig? Gleichzeitig. Okay, dann auf drei. Eins, zwei, drei. Okay. Denk dran, nicht über die Klippe springen. Wir kommen auf einen Berg raus, ne? Hey ho, Leute! Und herzlich willkommen zum Thunder Wars Battle. Wir sind auf dem Weg zurück. Ich weiß gar nicht mehr, was ich letzte Folge machen wollte, aber wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zurück zum Portal, das nur noch 322 Blöcke entfernt ist. Huh? Genau, nur noch in Anführungszeichen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt bald irgendwo an die Oberfläche kommen, um hier ein bisschen weiteren Weg in schnellerer Zeit fortzusetzen. Ich genau. Höre Gas! Oh, aufpassen! Gas. Lava? Hier ist auf jeden Fall ein Ausgang. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Wenn der Gas dich abschießt, dann bist du tot. Das ist richtig. Wenn der Gas dich abschießt, hast du kein Leben mehr. Falls wir da drüber schneller lang gehen können, lass mal in die Lava springen mit Fire Resistance. Bringt die eigentlich im Nether was? Ja, ne? Ja, das definitiv. Ich werde mal noch ein bisschen nach oben gehen, weil es sieht so aus, als wäre da vielleicht eine Plattform drüber. Okay, Dokuli, mach das mal. Ja, und dann sollten wir uns jetzt vielleicht schon mal ein bisschen drüber unterhalten. Was mir eingefallen ist... Was ist dir denn eingefallen? Du hattest ja letztes Mal das Bedenken geäußert, ne? Oh, holy shit, Lava! Heilige Scheiße! Alles gut, alles gut. Weg. Alles in Ordnung, ich hab's zugebaut. Ah, falls wir durchs Portal durchgehen, ne? Genau, dass wir, dass dann da Gegner campen könnten draußen. Von beiden Seiten, von vorne und von hinten, ja. Ja, weil das ja so auf einem Hügel war. Der Cube-Sandwich. Ja. Genau, es hätte ja sein können, dass jemand schon längst dieses Portal gefunden hat. Ja. Was machen wir jetzt eigentlich wegen der Lava? Ich baue einfach drumherum irgendwie. Mhm. Das möchte ich gar nicht sehen. Ja, oh, guck mal. Oh, okay, es laggt wieder. Gerade hat das Server wieder gelaggt. Probleme doch noch nicht behoben, so wie es aussieht. Server lucky lucky, wie der Switzerli schreiben würde. Hier sieht ja alles gleich aus in dem Gestein. Ah, hier ist es, okay. Oh, aufpassen, Lex, aufpassen. What? What the f... Okay, der Server... jetzt habe ich doch geschrieben und die Nachricht kommt einfach nicht an. Alter, okay. Geht gar nicht, Junge. Wurde dein Game-Mode auch geupdatet? Ach, das war beim Start, ja genau. So. Warte, aufpassen, nicht weiterlaufen hier. Hier geht's steil runter. Ich werde das Ganze... Ja, es leckt halt einfach. Ja, okay, ich werde auch immer wieder zurückgesetzt und das, was ich auch gebaut habe. Könnten auch die MC-Server an sich sein? Was meint er denn damit? Ach, es gibt doch diese... Ja, die Login-Server, das hat damit nichts zu tun. Genau. Nee. Wenn man keine Ahnung hat, sollte man einfach die Fresse halten. Okay, solange ich hier keine Items aus den Blöcken droppen, macht das auch alles gar keinen Sinn. Aber ich werde mal immer wieder dieselbe Aktion wiederholen, in der Hoffnung, dass es irgendwann doch funktioniert. Aber ich glaube nicht. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, aufpassen, aufpassen. Ja, so, wir können jetzt... doch mein Stäbchen. Ja, guck mal, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Hier sind wir vorher damals lang gelaufen. Da hinten, 300 Blöcke entfernt, ist der der Entrance. Okay. Ja, dann... Wir müssen nur nach Linkly. Und wenn wir nach Linkly sind, dann können wir über diese Plattform drüber laufen. Weißt du, Lee? Okay, ja. Meine Spitzhacke ist auch schon gleich wieder kaputt. Hast du... Aber ich habe ja eine Spitzhacke liegen, für dich. Na, hier liegt die Spitzhacke. Hol dir die Hackli. Jetzt hol dir die Hockli, du Honkli. Ja, wenn ich dann... hast du irgendeinen Slot frei für irgendwas? Nö. Wie zum Beispiel... Ich könnte meine Iron Horse Armor wegschmeißen. Nee. Ja, jetzt habe ich ein Slot frei, Lee. Freilichli habe ich ein Slotli frei. Na gut, ich glaube, Pfeile brauche ich nicht, das ist auch egal. Okay, aber ne, irgendwas wegwerfen, gerade die Pferderüstung und so, wäre jetzt vielleicht nicht so schlau. Wäre nicht so schlau, Li. Ich denke mal, so wie ich jetzt hier baue, müsste richtig sein, ja? Ja, bauen wir da weiter, Li. Ja, also auf jeden Fall, falls wir aus dem Portal gehen und direkt gekillt werden dort, weil, ja, jemand dort campt, habe ich mir gedacht, sind vielleicht... Wir tot, Li. Alles ist verloren, Li. Unsere besten Sachen, Li. Willst du dir eine versteckte Kiste machen? Genau, im Nether eine versteckte Kiste. Okay, ja. Und das Gute ist natürlich, ich habe nochmal genau geguckt, ja, also Portalfallen sind ja komplett verboten. Das heißt, es gibt ja auch keinen Grund, die Blöcke um das Portal drumherum abzubauen. Ja, darum das wiederum, ist richtig. Wie wäre es, wenn wir unsere Kiste einfach direkt unterm Portal verstecken? Ja,
warum nicht? Ne? Ich meine, wir haben dann keinen weiten Weg und keiner vermutet irgendwas. Richtig. Ich würde sagen, wir gehen mal hier an der Seite hoch, oder? Ja, ja. Genau, aber das Portal ist dann eigentlich bald einfach nur noch unter uns, ne? Ja, also, es ist sehr weit unter uns, aber ich denke, erstmal ist es, denke ich, in Ordnung, wenn wir so viel Weg wie möglich zurücklegen. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, aber nee, können wir auf jeden Fall machen. Haben wir jetzt Glowstone eigentlich? Yep, Glowstone habe ich 14. Okay, weil ich habe nichts. Aber 14 reicht auf jeden Fall aus für genügend Tränke. Genau, auf jeden Fall in die Kiste sollten wir dann wahrscheinlich von jedem ein bisschen was tun. Vielleicht ein paar Navavarts, ja, ja, ein bisschen Soul Sand, ein bisschen Blaze Rods. Ja, genau, so die richtig teuren Sachen. Ich bin am Überlegen, Waffe ja, und Magazine lassen wir drin, ne? Nur diese krassen Sachen halt. Wir haben ja auch ein paar Waffen gelootet, also ich zumindest aus der Festung. So, ja, ich habe da jetzt nichts drin. Hier unter aber uns die Sattel, die geben wir auf jeden Fall in die Kiste. Ne? Ja, ja. Wenn wir merken, dass da keiner ist, dann gehen wir halt wieder rein und holen die Sachen aus der Kiste wieder raus, richtig? Jep, das ist ein Plan. Ich guck mal, irgendwie hier müsste es lang gehen, hoffe ich doch mal. 20 Blöcke von uns entfernt ist der Eingang. Genau, ich sehe es auch. Aber nicht da lang. Ja, aber vielleicht geht's hier ja irgendwie nochmal tiefer. Ja, du könntest dich jetzt auch einfach versuchen in die Richtung vom Portal. Okay. Dann ja, aber nee, geh mal in die Richtung von dem grünen Eingang. Und wir müssen aufpassen, ne, dass nicht andere Spieler auch in dem Nether jetzt sind, ne? Ich würde sagen, wir bauen uns hier runter, ne? Oh, ist da die Spitzli-Hackli kaputt gegangen? Ja, warte, aber ich habe ja noch die du mir gegeben hast. So, jetzt. Ups. Alter, der Zombie-Pigman. Pass auf, dass du den nicht haust. Aufpassen, aufpassen, hier ist ein Loch. Alter, hinter dir ist ein Zombie-Pigman. Ja, der lässt mich schon in Ruhe. Okay. Wird schon passen. Ich schaue mich gerade mal an dem. Also. Ja. Also ich kann gehen, alles ist safe, kein Loch. Doch. Lass doch gerade springen. Ja, ich weiß nicht, wollen wir die Distanz einfach runterspringen, ja, ne? Ja, was soll denn da passieren? So. So, okay, hier ist. Jetzt habe ich falsch Hand. Ja, hier ist der Eingang. Hier ist der Eingang und dann müssen wir jetzt hier runtergehen. Ja, genau. So, ich gehe mal mit vorgezogener Waffe, weil man weiß ja nie. Genau, genau. Mache ich auch. Ich bleibe ein Stück hinter dir. Mhm. Okay. So, dann bin ich mal gespannt. Ja, und ich gucke schon mal ins Inventar hier. Genau, die Diamanten könnten wir auch in die Truhe tun. Den Wither-Schädel, den wir so haben. So, also eigentlich habe ich jetzt keinen Bock, das Ganze gesneakt lang zu gehen. Ja, richtig. Das ist einfach. Du hast keine Workbench, Achtung, oder? Sag ich dir sofort. Ich habe keine Workbench, aber ich habe Holz. Okay, ja, ich habe auch Holz. Dann mache ich das mal eben schon mal. Ich werde mal kurz hier die Kisten zurückbleiben, genau. Ich denke mal, eine einzelne Kiste wird reichen, oder? Denke ich auch, ja. So, also für den wichtigen Stuff. Aufpassen, ich bin jetzt halt kurz nicht hinter dir. Ja, ist okay, ich guck grad. Ich halte Ausschau, ob jemand durch den Weg durchkommt oder so. Ich hoffe es halt echt nicht. Aber es müssten eigentlich schon andere Spieler auch im Nether sein, oder? Wir waren ja definitiv nicht die Ersten und dann werden schon ein paar andere auf die Idee gekommen sein. Außer die jetzt gekillt wurden. Das kann sein, dass... Ah, du bist es. Okay. Ja, ich gehe mal weiter vor, ja? Mhm. Ach, hier wäre auch noch eine Workbench gewesen. Wow. Okay. Na gut, dann stehen jetzt in diesem Gang hier mehrere. Ist doch schön. Da freut sich jemand, wenn er hier lang geht und die alle mitnimmt. Genau. Gratis Workbenches. Unfassbarer Loot. Ja. In welche Richtung ging es denn jetzt? So, hier? Links, links. Links, okay. Links. Ich hab den Portal-Waypoint. Nicht? Da müssen wir vielleicht nochmal hoch. What the fuck? Ich glaube, hier war schon jemand anderes. Nach uns, meinst du? Oder vielleicht geht's ja auch einfach hier so durch die Höhle? Wäre das eine Möglichkeit? Ja, das stimmt, das kann sein. Okay. Okay. Oh, ich dachte schon. Digga. Ja, altbekannt diese Gegend. Dann würde ich mal sagen, bauen wir hier unsere Kiste. Wie wär's denn mit... Ich halt Ausschau, dass keiner durchs Portal durchkommt. Also... mal die Kiste. Es muss ja ein Block abzubauen sein und dann zu finden sein. So, ja. Das heißt, ich würde sagen, direkt hier, oder? Ja, genau. So, dann lege ich da mal die Hälfte meiner Blaze Rods rein. Mein komplette... Oder obwohl, ich sollte erstmal alles reintun, ne? Sonst... Ja, genau. Wir sind ja sofort wieder da, falls uns jemand attackiert. Genau, so, warte mal. MP40 behalten wir und die Muni dafür... Falls uns niemand attackiert, meine ich. Ja. Falls uns jemand attackiert, ist aber halt echt ein Problem. So, was packen wir nochmal in das? Und eins ist halt wichtig, ne? Falls sich jemand attackiert, versucht nicht wieder durchs Nether-Portal zu gehen. Das geht schief.
Die kicken einen raus und so. Dann lieber direkt voll drauf. Ja, ich tue einfach mal alles Mögliche jetzt da rein. Okay, ich halt Ausschau. Das, Feuerzeug, warum nicht? So, jetzt habe ich hab halt nur noch zwei MP40-Magazine, weil ich das auf die Guards ver. Scheiße, so kannst du. Oh, wir brauchen, glaube ich, schon eine zweite Kiste. Ach ja, stimmt, klar, du hast ja auch noch Stuff. dann mache ich mal. Ich gehe mal nochmal. Obwohl, nee, Quatsch, in den Gang gehen wäre jetzt auch dumm. Dann mache ich mal eben noch eine zweite, okay? Ja, mach das gerade mal. Dafür braucht man das bisschen Holz. Und dann machen wir hier noch eine Workbench, weil warum nicht? Ja. So. Und das ist immer noch so. Es tut mir leid, Leute, dass ich noch so langsam bin hier mit dem ganzen Gedöns. Immer noch nicht dran gewöhnt, wieder Minecraft zu spielen. Ist doch überhaupt nicht schlimm. Alles gut. So, dann machen wir das mal hier hin. Ich sammle kurz die Steine direkt wieder ein. Und hier Teil 2 der Kiste. Danke sehr. So, halt du Ausschau. Ich leg rein, ja? Jo. So, die Waffenbox lege ich auch rein. Meine ganzen Netherwarzen leg. Nee, ein paar nehme ich mit, ne? Na, erstmal alles rein, hat man doch gesagt. Alles, okay, gut. Weil, gut, wie gesagt, wir kommen ja direkt zurück. Du hast recht. What the f. Ah, noch, okay. 5 Minuten? So, ansonsten sind schon wieder so lange. Souls sind auch rein, ne? Ja. Krass. Der eine Sattel, den packe ich auch noch rein. Okay, dann machen wir das mal zu. Wunderbar. Und dann würde ich sagen. Wollen wir einzeln oder gleichzeitig? Gleichzeitig. Okay, dann auf 3. 1, 2, 3. Okay. Denk dran, nicht über die Klippe springen. Wir kommen auf einem Berg raus, ne? Alter, es leckt. Alles gut. Downloading Terrain. Hier war ein XP-Point. Hier sind XP. Alter, hier war ein Spieler. Ja, das definitiv. Aber hier scheinen just in diesem Moment. Da sind auf jeden Fall Cobblestones auf den Bäumen. Scheiße. Dort hinten ist auch der Spawn. Vielleicht die aus dem Nether rausgekommen sind, ne? Okay, guck mal, hier ist jetzt sogar hier ist ein doppeltes Spawn. Guck mal, das ist zwei Blöcke was? Dick. Tatsächlich. Guck mal. Was laberst du? Das hier. Das Portal. Alter, es laggt schon wieder komplett. Und was gekickt. Ist? Oh, ich bin rausgeflogen. Okay. Na dann. Ist auch was geflogen? Yep. Ah, okay. Okay. Ja, okay. Da haben sie die Probleme wohl doch noch nicht beseitigt. Obwohl sie das gesagt haben. Okay, ich kann durch die Wände gucken. So. Also, das ja, okay, wir dürfen ja aber das Gute ist, wenn jetzt jemand scheint, würden wir ihn sofort sehen, weil er sich nicht sofort sneakt. Mhm. Ja. Also hier siehst du, was ich meine, das Portal ist zweidick. Ich hab's gesehen, ja. Aber ich würde sagen, dann gehen wir gerade nochmal rein und holen den ganzen Scheiß raus. Und jo, mach mal das. Geht die Post, ne? Und dann sollten wir uns definitiv beeilen. Ach du Arsch, stopp. Ah, ja, okay. Was ist jetzt passiert, Alter? Ah. Hi Leute, da sind wir wieder. Ja. Okay. Ja, so, schnell aufmachen. Der Server ist kurz abgekackt. Dann nehme ich mir mal alles, was ich noch so hatte wieder, ne? Ja, wir halbieren die Netherwarzen gerade, würde ich sagen. Okay, ja. Sind auch mal die Hälfte an Souls sind rein. Damit, falls wir, dass wir das immer die Hälfte haben, ne? Mhm. So. Und dann würde ich sagen, nichts wie whack hier. Wir machen alles leer, oder? Ja, ne? Ja. Gut, und dann Waffe vor und wieder durchs Portal. Okay, und wir haben gerade erfahren, in dieser kurzen Pause, wo es ein paar Komplikationen gibt, dass zwei Teams in einer Kampfsituation sind. Okay. Lass mal ganz kurz, Ja, okay. Oh. Ernsthaft? Und Varox hat Gamecams abgeschossen. Alter. Hä, ist das nicht die Waffe, die wir mal machen wollten eigentlich? Das ist die wir eigentlich machen wollten. Gibt's die jetzt doch? Oder das ist die, oder das ist diese amerikanische. Es gibt auch eine amerikanische. Mhm. Okay, egal. Wir müssen Richtung unserer Base. Jetzt weiß ich noch, wie wir letztens gesagt haben. Ach, wir haben den Waypoint bei unserer Base vergessen. Ja. Ich schaue einfach in der Folge nach. Ne? Das hast du doch bestimmt gemacht, oder? Ja, genau. In welcher Richtung? Oh, ach so, ja, das stimmt. Ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich gesagt echt gar keine Ahnung, Quantum. Ja, das. Ich weiß es nicht. Ich sehe jetzt hier nur gerade die Schweine und will die gerade mal töten, damit wir ein bisschen Fleisch haben, weil ich bekomme Essensprobleme. Okay. Ja, aber ganz ehrlich, das wird uns ein riesiges Problem. Das wird noch ein Problem. Mhm. Wir haben ein Problem. Das schmeiß ich hinweg. Brauch mal Strings. Ich kann das auch aufsammeln, wenn du willst. So. Klar, nimm du die Strings. Ja, so, okay. Oder beziehungsweise, also das Fleisch habe ich jetzt. Ja, gut, dann nehme ich die Strings wieder. Keine Ahnung, wofür wir die brauchen sollten, aber ist ja scheißegal. Welche MLGs oder um gegnerische Spieler zu nerven. Aber es laggt immer noch sehr extrem. Du stehst bei mir auf einer Stelle. Echt? Ich merke es gerade. Ich bin gerade irgendwo ist nicht dein Ernst, oder? Ich glaube, wir sollten nach dieser Folge doch nochmal eine größere Pause machen und das nochmal besprechen, was hier abgeht.
Weil das dauerhaft. Ach, jetzt habe ich das Schwein. So. Geht ja okay. Nicht. In welche Richtung bist du jetzt gelaufen? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Da, wo ich halt jetzt bin. Okay. Mhm. So, ich schmeiß jetzt irgendwas weg. Ganz ehrlich, ich schmeiß das Feuerzeug weg. Braucht ja keine Sau mehr. Ich will jetzt nicht einfach irgendwo hinlaufen. Nicht, dass weil Feuerzeug ja auch geil ist, wenn Spieler einen verfolgen, ne? Da hast du recht. Ich bin jetzt immer noch. Ich schmeiß die Ink-Sacks weg, ganz ehrlich, die Ink-Sacks. Oh, jetzt leckt's wieder. Ich bin immer noch in Reichweite des Portals, in Sichtweite, ich weiß jetzt nicht. Okay, ich bin gerade irgendwo so ein bisschen runtergelaufen, ne? Runtergelaufen, okay. Bist du an einem Tannenwald? Oh Mann, ich dreh noch durch. Oder sag mal die Umgebung. Ich seh dich, dreh dich um. Ah, perfekt, wunderbar, da bist du. So, okay, also auf jeden Fall müssen wir zurück in die Base und das ist wirklich Dalli, denn wir müssen Tränke brown. Wollen wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall Gunpowder und Eisen noch. Da wollen wir mal eben zum Spawn, um uns von dort zu orientieren. Halte ich für eine schlechte Idee, weil die meisten Kämpfe finden am Spawn oder in der Nähe vom Spawn statt. Ja. Deshalb möchte ich ehrlich gesagt gar nicht zum Spawn, sonst sind wir da, ne, in der Reichweite. Ja, aber wie wollen wir es sonst machen? Wie wollen wir die Richtung finden, wo wir lang sind? Weil ich habe mir nichts gemerkt. Ja, das ist gar kein Problem, ehrlich gesagt, denn wir gucken uns jetzt gleich nach dieser Folge in die eine Folge von uns an. Da sehen wir die Koordinaten, ne? Ja, genau. Dann machen wir den Waypoint. Das ist ganz einfach. Okay, dann sollten wir jetzt die verbleibende Zeit, die wir noch haben, nutzen. Und in eine Höhle gehen. In eine Höhle? Ich würde hier einfach mal ein bisschen Holz farmen auch noch so, ne? Weil kann man Alter, ja nie genug haben. Farm doch jetzt nicht Holz. Du spitzt doch. Naja, ich habe immer noch... Ich hätte gern lieber Gunpowder und Eisen, ehrlich gesagt. Ja, Eisen habe ich noch 30 roh und 15 gebrannt. Und ja, Gunpowder... Wird ja gerade Nacht, von daher sollten wir da durchaus die Chancen haben. Hä, Gamecamps hat die beiden gekillt? Ach doch, die stimmt, die beiden wurden von Gamecamps gekillt. Jetzt check ich's. What the fuck? Alter, und schon wieder, sag mal, was ist denn hier los, dass ständig jemand Schaden bekommt? Ja, das ist echt komisch. Mensch. Kämpft gerade wer? Denn es ist ja so, solange jemand Schaden bekommt, kann die Folge nicht beendet werden. Genau. Aber eigentlich, wer soll denn noch kämpfen? Die wurden ja beide getötet und haben 5 Minuten Schutzzeit danach. Also. Ja. Keine Ahnung. Mann, oh Mann. Ach, da oben sind die beiden Netherportal. Von hier unten sieht das gar nicht mal so hoch aus. Ja, stimmt. Ja. So, versuch jetzt mal keinen Schaden zu kriegen, sonst drehe ich noch durch. Alter, das Skelett sah eben voll aus. Guck wie mal, hier unter uns ist eine Höhle. 15 Sekunden noch keinen Schaden kriegen, bitte. Ja, damit wir hier endlich beenden können. Ja. 10. Komm schon. 5, 4. Oh nein, 3, Zombie. 2. Das war's dann mit der Folge, Leute. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao, Leute.